Ich hab das alles drauf. Nimmst du das Video auf, ja? Gut. Ich hab auch deinen komischen Tanz gerade aufgenommen. Scheiße, den löschen wir mal bitte. Nein. Ihr wisst, ich hatte eigentlich geplant, einen kleinen Ahnenplot zu machen. So rumgedreht, das hat. Doch. Ich werde eine Art des Ahnenplots machen, allerdings nicht so, wie er im Buch beschrieben ist. Nicht so, wie er geplant war. Wir werden uns an die Stammesväter und Mütter wenden, an die Urmütter und Väter, an den Anfang und unsere Verbindung zu all unseren Ahnen erneuern. Egal aus welcher Richtung sie kommen, egal wohin sie gegangen sind, wir verbinden uns neu mit ihnen. Und welcher Ort könnte besser sein als der, wo die Ahnen selbst vor nicht mehr als 1000 Jahren standen? Hüter von Midgard, komm zu uns und beschütze uns von den Schrecken aus dem Osten, jenseits des Eisenwaldes. Thor, Hüter der Menschen, Freund der Menschen, Hüter von Midgard. Schütze uns vor den sengenden Feuern Muspelheims. Freund der Menschen, Hüter von Midgard, hüte uns von den Schrecknissen des Westens, hüte uns vor Jotunungarn, der Welkenschlange. Thor, Freund der Menschen, Hüter von Midgard, schütze uns vor den frostigen Nebeln aus Niflheim. Heute? Heimdall! Öffne den Bifröst! Wir laden heute alle Asen, warnen, diesen, selbst alle Kreaturen Helheims ein, teilzuhaben an unserem Fest. Die Alfen, Svartalfen, aber am wichtigsten, alle von unserer Ahnenreihe von Beginn an, sind geladen, uns hier heute Abend Gesellschaft zu leisten. Und das Bündnis zu erneuern zwischen uns und ihnen. Denn wir sind hier, um unsere Skuld den Ahnen gegenüber
zu entrichten. Nein, Skuld bedeutet nicht Schuldigkeit. Denn wir schulden ihnen nichts. Wir sind ihnen dankbar für das, was sie uns gegeben haben. Durch das, was sie erreicht haben, dass wir werden konnten, was wir heute sind. Unsere Skuld besteht nicht darin, vor unseren Ahnen uns klein zu machen und dafür Danke, Danke sagen, sondern unsere Skuld besteht darin, aufzustehen und das, was wir von unseren Ahnen erhalten haben, in uns zu tragen, zu ehren und zu achten und selber darüber hinaus uns zu erheben, um für unsere Kinder und die, die nach uns kommen, ein neues Erbe, ein großes Erbe zu schaffen, gespeist aus dem Wissen, das uns die Ahnen überliefert haben. Hört mich vor, Mütter! Hört mich vor, Väter! Hört mich, Vorfahren! Beim Gehen lauschte ich einem tieferen Weg. Plötzlich stehen alle Ahnen um mich herum. Sei ruhig, sagen sie. Schaue und lausche. Du bist das Ergebnis der Liebe von Tausenden. Heil dir Sonnendraht, welches sich dreht. Heilige und beschütze diesen Bootplatz im Osten. Heil dir Sonnendraht, welches sich dreht. Heilige und beschütze diesen Bootplatz im Westen. Heil dir Sonnendraht, welches sich dreht. Heilige und beschütze diesen Bootplatz im Norden. Heil dir Sonnenrad, welches sich dreht. Heilige und beschütze diesen Bootplatz im Süden. Heil dir Sonnenrad, welches sich dreht. Heilige und beschütze diesen Bootplatz über und unter uns. Heil dir Sonnenrad, welches sich dreht. Heilige und beschütze diesen Bootplatz in uns und um uns. Hört uns, Großmütter und Großväter. Hört uns, Urmütter und Urväter. Hört uns, Stammmütter und Stammväter. Mächtige Mütter, Vormütter, bringt uns wärmende Weisheit. Mächtige Väter, Vorväter, bringt uns Wissen und Macht. Lasst uns Lehren ziehen aus den Lektionen, die ihr uns lehrt. Alle, die uns vorausgegangen sind, hört uns. Seid willkommen hier, wo wir euch erwarten. Vormütter und Vorväter, sowie Freunde und Verwandte, heil den Vorfahren, heil allen, die uns vorausgegangen sind. Wir sind hier versammelt, um das Band zwischen uns zu festigen. Dreimal macht heute noch das Horn die Runde zum Heil unserer Vorfahren. Ein jeder von euch denkt ein wenig darüber nach, was er von seinen Ahnen geschenkt bekommen hat, womit sie ihn ausgestattet haben, welche Gaben sie bekommen haben. Manche mögen an jemanden denken, der gerade die Reise zu den Ahnen angetreten hat oder auch schon seit etwas längerem. In dem Wissen, dass er oder sie sich einreiht in den Reihen all jener, die von Anbeginn der Zeit waren und sein werden. Normalerweise stehen wir im Kreis
und sprechen unsere Gedanken auf. In diesem Fall halten wir die Einsicht schweigend und in Stille. Ich möchte eine Bitte an meine Ahnen richten, an meine Ahnenreihe. Vor einigen Tagen ist mein Bruder Spiros in die Anderswelt hinabgestiegen, hat dem Fährmann Charon den Tribut gezollt und ist über den Acheron gefahren. Sein Weg war nicht immer einfach, er war auch nicht immer gerade. Eher spiralförmig, turbulent und durcheinander. Er hat viel Unheil geschaffen für sich und für andere. Ich bitte ihn euch bei sich, ihn bei euch aufzunehmen, um ihm dort vielleicht in eurer Verbund den Halt zu geben, die das Leben ihm nicht geben vermochte, die wir ihm nicht zu geben vermochten. Vielleicht ist es unsere Verfehlung, vielleicht die seine. Der Nornenwebfaden hat ihn auf seinen Weg geführt, genau wie er mich auf meinen geführt hat. Wenn auch zwei Leben, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. So er auch kein Kind des alten Glaubens war, bitte ich jetzt für eine interkulturelle Übertragung vom Norden in den Süden und gestattet ihm, dass am Ende seiner Reise über den Acheron nicht im Tartarus landet und ihm bis Oblivion eingeht, sondern dass mein leiblicher Vater Jorgos ihn auf den elysischen Feldern freudestrahlend in die Arme schließen kann, sodass seine Wunden und die Wunden der Familie heilen können. Heil euch. Mehr brauche ich heute nicht. Heil an jene, die es gehört haben. Geht nun euren Weg, wohin er euch auch führen mag, in Wohlstand und fruchtbarem Frieden. Wir danken euch für alles, was ist und für das, was sein wird. Komme, wer kommen mag. Gehe, wer gehen möchte. Bleibe, wer bleiben möchte.